Domian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. So, ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende und freue mich, dass ihr jetzt hier bei uns seid, bei 1Live im Radio und im WDR Fernsehen. Und wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, diese Woche oder gar heute Nacht, dann solltet ihr gleich schnell diese Nummer hier wählen. 0800 5678 111. Das ist eine kostenfreie Nummer. Und die Faxnummer ebenfalls kostenfrei 0800 5678 110. Wir haben heute kein festes Thema. Ihr könnt also anrufen zu jedem Thema, über das ihr euch gerne mit mir hier live in der Sendung unterhalten wollt. Der erste Anruf heute Nacht, das ist der Hans-Jürgen. Und Hans-Jürgen ist 45 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, morgen, Domian. Grüß dich. Was ist dein Thema? Ja, mein Thema, das fängt schon gut an, wie du sagtest. Ich wünsche euch, dass du uns ein schönes Wochenende gewünscht hast. Das habe ich nun leider nicht gehabt. Was war denn? Mein Thema ist eigentlich das, dass vor gut anderthalb Wochen mein Freund verstorben ist. Nach 9653 Tagen Gemeinsamkeit. Wie viele Jahre sind das? Das sind 26 Jahre, 5 Monate und 10 Tage. 26 Jahre. Und was ist er verstorben? Der ist an Krebs verstorben. Ich muss dabei sagen, er war also 73, 27 Jahre älter als ich. Und er hat Lungen- und Leberkrebs gehabt und ist letztendlich dann an Herzversagen gestorben. Wie lange hat er leiden müssen, Hans-Jürgen? Ja, also leiden müssen, insofern hat er Gott sei Dank nicht durch irgendwelche Schmerzen oder durch irgendetwas. Aber wir wissen das seit Mai letzten Jahres. Und seit Mai diesen Jahres habe ich also einen Sterbeverfall verfolgen können, wo ich jeden Tag sah, dass mein Freund also immer weiter von mir wegging. Und ich bin also bis zur letzten Minute bei ihm gewesen. Ist er bei euch zu Hause gestorben? Ja. War das auch ein Wunsch von ihm und von euch? Ja. Er hatte also riesige Angst, im Krankenhaus zu sterben. Und ich habe also immer gesagt, ich sage, Schatz, egal was passiert, du wirst bei mir zu Hause sterben. Und wenn das gar nicht anders möglich ist, dann bleibe ich bei dir in der Klinik. Du bist auf jeden Fall nie alleine. Und dieses nie alleine habe ich Gott sei Dank erfüllen können. Ja. Wie waren denn die letzten Stunden und die letzten Minuten? Ja, die letzten Stunden waren so, es ist eigentlich so, was innerhalb dieses Sterbeprozesses mich gequält hat, ist, dass er also seit 4 Wochen so gut wie kaum irgendetwas gesagt hat, in ziemlich verwirrender Zustände gesteckt hat. Aber er war bei Bewusstsein schon? Ja, nicht immer. Das heißt also, er ist nicht ins Koma gefallen oder dergleichen, sondern er hat dann also dann scheinbar Albträume gehabt, hat eine Reise durch sein Leben gemacht. Es kamen Dinge vor, die 50, 60 Jahre zurücklagen, die ich kaum kannte. Und da hat er so gesprochen, daraus hast du das geschlossen, dass er sowas erlebt. Der hat also auch dann eine Woche vor von einem Mann gesprochen mit einer schwarzen Kapuze. Da wurde es mir also schon ganz gruselig. Da habe ich schon also in der Nacht, das war genau eine Woche vorher, gedacht, er würde sterben. Dann hat er von weißen Menschen gesprochen, die Häuser anstreichen, Bäume anstreichen, Straßen anstreichen. Und dann habe ich ihn also aus einer religiösen Sicht heraus, habe ich ihn dann gefragt, ob diese Menschen ihn holen wollen oder ob er auf diese Straße will. Und da hat er nur zu mir gesagt, nein, noch will ich da nicht hin. Das heißt, er hat durchaus dich wahrgenommen und hat auch noch auf dich reagieren können. Und das bis ganz zum Schluss auch? Den letzten Tag nicht mehr. Das war noch bis mittags. Ich habe dann also ihn immer gefüttert und den letzten Tag ging es also mit dem Füttern nicht mehr und er konnte keine Flüssigkeit mehr aufnehmen. Wir hatten ein sehr gutes Pflegedienstteam, was also künstliche Ernährung dann die letzten 2 Wochen dann bewerkstelligt hat. Aber wenn du da so ganz alleine stehst und musst dich erstmal durch diesen ganzen Wusel durchkramen, dann weißt du ja gar nicht, wo du anfangen sollst. Du bist ja um jede kleine Hilfe dankbar. Und da, Gott sei Dank, habe ich also immer hilfreiche Ärzte. Ich habe auch im Krankenhaus überhaupt keine Probleme gehabt. Ich habe zu dem Chefarzt gesagt, dass er also mein Freund ist. Und es ist also in allen Dingen offen mit mir gesprochen.
Hans-Jürgen, habt ihr, als er noch sich klar artikulieren konnte, habt ihr viel über das Sterben und auch über den Tod als Phänomen geredet? Nein, eigentlich gar nicht. Früher auch nicht, als ihr noch gesund wart und... Ja, da schon hat er gesagt, dann bin ich tot und bin ich weg. Und er hat mal, das ist mehrfach passiert innerhalb der Jahre, weil eben halt aus biologischer Sicht heraus er dann wohl doch der Erste wäre, der geht, hat er dann, sprach mir dann davon und sagt, ja, du bist dann noch so jung, wenn ich sterbe und dann wirst du noch jemand anders bekommen, dann kannst du den neuen Freund suchen. Und das habe ich dann also immer vehement abgestritten, weil... Also es gibt nichts, was ich mehr auf dieser Erde geliebt habe, wie diese Menschen und auch immer noch tue. Die Stunde und die Minute des Sterbens, warst du alleine mit ihm zusammen da? Nee, da war meine Mutter mit dabei. Ist er einfach eingeschlafen oder? Ja, der Atem hat langsam, ich habe also von Abend 7 Uhr an, habe ich dann den Blutdruck gemessen und die Temperaturen gemessen und einen Puls. Und ab 7 Uhr abends ging das also alles zurück. Er hatte den höchsten Pulswert 161, zum Schluss 114 und Blutdruck um 11:30 von 68 zu 39. Und da habe ich gesagt, das hält der Kreislauf nicht mehr lange aus, ohne Arzt zu sein. Aber und er ist dann in der Nacht auch noch gestorben? Um 23:44 war der letzte Atemzug. Ja. Hast du ihn die Nacht über dann bei dir behalten oder hast du direkt ein Bestattungsunternehmen? Nee, es ist dann der Arzt gekommen, hat den Tod dann festgestellt und dann, ich hätte es gerne, aber es ging dann einfach nicht. Ich habe dann ein Bestattungsinstitut und haben dann in der Leichenhalle aufmachen lassen. Du bist das Ganze, du sagtest gerade 1,5 Wochen her. Ja, ja. Wenn man 26 Jahre mit jemandem zusammen war und offensichtlich wart ihr ein glückliches Paar, wie du es geschildert hast, ich stelle es mir unermesslich vor, was für ein Loch in das eigene Leben gerissen wird, wenn man dann einen so geliebten Menschen verliert, nach einer so langen Zeit. Ein völlig schwarzes Loch, es ist nichts da. Ich renne bei uns, ich wohne in der Kleinstadt, ich renne in der Stadt rum, von A nach B, von B nach C, von Y nach irgendwo und ich weiß nicht, wo ich hingehöre, ich weiß nicht, es ist für mich immer so, als wenn ich ihn suchen würde. Gehst du denn irgendwo das Gesicht irgendwann wieder auftauchen würde. Kannst du arbeiten? Kannst du deinem Beruf nachgehen? Nein, ich habe erst krank gefeiert, bedingt dadurch, dass durch diese ganze Situation bei mir erst so eine Art Nervenlähmung, da habe ich selber 2 Tage im Bett gelegen. Ich konnte mich gar nicht mehr bewegen, weil diese Belastung scheinbar einfach irgendwo seinen Höhepunkt erreicht hatte. Und dann wurde er zur Pflege und dann habe ich dann mit, und jetzt habe ich also Urlaub noch, weil ich habe meinem Arbeitgeber geschrieben, dass ich erst irgendwie ein Stück erstmal ins Leben zurück muss. Gehst du denn, wenn du sagst, du gehst völlig sinnlos durch die Stadt von einem Geschäft ins andere, gehst du auch auf den Friedhof, ihn besuchen? Ja, er ist im Moment zur Einäscherung. Ich habe ihn noch nicht auf dem Friedhof. Und das passiert dann in den nächsten 2 Wochen. Wenn du allein in der Wohnung bist, so abends oder wie jetzt in der Nacht, sprichst du mit ihm dann auch? Ja. Das kommen die abstrusesten Gedanken und es ist Wut da drin, warum lässt du mich alleine und du lässt mich mit dem ganzen Kram hier sitzen, wir haben noch vor ein paar Jahren gebaut und dies und jenes und dann ich bin selbst so weit drum gekommen, dass ich an seiner Liebe zu mir gezweifelt habe. Ich versuche die ganzen Fragmente alles zu analysieren und nachzuvollziehen. Wenn man in solche Turbulenzen durch ein solches Unglück gerät, ertappst du dich dabei, dass du manchmal empfindest oder denkst, ich will auch nicht mehr, ich folge ihm? Ja. Ich habe also letzten, das passiert mir manchmal draußen beim Gießen, wir haben ein großes Grundstück beim Gießen, dann ist das, als wenn es mir einen Hals zuschnürt. Und meine Mutter stand jetzt daneben und habe gesagt, wenn es doch jetzt in diesem Moment vorbei wäre. Oder wir haben Samstagabend, habe ich mich ins Bett gelegt und habe gedacht, lieber Gott, lass mich einschlafen, aber bloß nicht morgen früh wieder aufwachen. Hast du im Haus, du hast ein Haus, das du habt ihr gebaut gemeinsam, alles so gelassen wie es vorher? Ja, alles. Das bleibt doch alles so. Hast du noch ein besonderes Bild von ihm vielleicht irgendwo aufgehängt? Ja. Das habe ich also alles innerhalb von 2 Tagen dann gemacht. Er lächelt mich ja von der Wand an, obwohl es mit so einem heulenden Elend ist. Ich meine, ich kann auch nur so sprechen, weil ich unter... Ja, was heißt Drogen stehe, aber schweres Psychopharmakazeug nehme, damit ich das überhaupt durchhalte. Hast du den Menschen, du hast von deiner Mutter gesprochen, über die Mutter hinaus, mit denen du dich austauschen kannst und denen du von deiner Trauer erzählen kannst? Ja, ich habe einen Neurologen,
wo ich schon auch seit längerem durch Panikattacken schon in Behandlung bin. Aber so Freunde, nähere Freunde nicht so Nein, viele? Nein, ich war völlig auf ihn fixiert. Mhm. Ich war völlig auf ihn eingestellt und wir haben also auch, am Anfang nicht, aber letztendlich haben wir, kann man sagen, so die letzten 15 Jahre monogam gelebt und auch, wenn dann nur der Verwandtenkreis, der das also auch alles weiß. Also wir haben keinen Freundeskreis in dem Sinne. Was denkst du denn jetzt? Es ist, wie gesagt, ja noch so sehr frisch. Wie stellst du dir, du bist ja nun noch jung, du bist ja 45 erst. Wie stellst du dir so dein weiteres Leben vor? Kannst du dir gar nicht vorstellen? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Aber ich glaube, weiß nicht, ob ich leben oder sterben möchte. Ich weiß nicht. Aber ich glaube, Hans-Jürgen, das ist, wenn man einen so schweren Verlust empfindet, glaube ich, dass das ganz normal ist, dass man über einen langen Zeitraum, und es ist ja wie gesagt bei dir noch so frisch, denkt, es geht nicht mehr weiter. Oder man sieht keinen Hoffnungsschimmer am Horizont. Aber ich glaube, es ist auch die menschliche Natur, dass schon nach einem gewissen Zeitraum, was individuell sicher sehr verschieden ist, so etwas eintritt wie ein gewisses Verarbeiten dessen. Ich weiß keinen besseren Begriff. Natürlich kein Vergessen oder kein zur Seite legen. Nee, das geht sowieso. Nein, aber irgendwie, ich höre es ja auch oft von Leuten, die auch sehr schwere Dinge zu verwinden haben, die mich hier anrufen. Oder die auch im Nachhinein sehr viel später dann anrufen und sagen, ich habe damals gedacht, ich habe keine Luft mehr zum Atmen, ich kann nicht mehr, ich habe keine Perspektive. Was soll mir noch Trost vermitteln? Nichts kann mir Trost vermitteln. Und dennoch geschah es dann nach einem Jahr, nach zwei Jahren. Und wenn der Trost darin besteht, dass du deinen Garten liebst oder die aufgehende Sonne oder ein schönes Musikstück oder ich weiß es nicht, irgendetwas. Ja, das ist bei mir eben halt so. Ich tue mich also unwahrscheinlich schwer mit Veränderungen in meinem Leben, grundsätzlicher Art. Und diese Veränderung bringt Stille, die bringt Einsamkeit, die bringt einfach, das Gegenüber fehlt, diese Zärtlichkeiten, diese Berührungen fehlen. Also ich glaube, ein auch in dem schlimmsten Schmerz tröstlicher Gedanke ist immer, dass man sich vorstellt, wie würde der Verstorbene mich gerne sehen? Und der Verstorbene, dein Freund, möchte dich natürlich für den Rest deines Lebens eigentlich glücklich sehen. Und nicht in Trauer und nicht in Zermürbung. Ja, wobei er mir da auch eine Hypothek mitgegeben hat, also wie ich damals schon sagte, ne? Als wir darüber gesprochen haben, dann kam das dann mit dem Tod und dies und jenes und dann sagte er, ja, du bist dann noch so jung und dann wirst du sicherlich nochmal wieder jemand finden und dergleichen, was ich gerade schon mal sagte. Und als ich das dann vehement sagte, ach ja, dann vergisst du mich mit der Zeit, aber wenn ich genau darüber nachdenke und mir das so nachempfinde, sagte er zu mir, dann tut es mir eigentlich jetzt schon weh, dass du nochmal jemand anders kennenlernen könntest. Ja, das hat er in dem Moment gesagt, menschlich, allzu menschlich. Aber ich glaube jetzt, nehmen wir mal an, er könnte jetzt zu dir sprechen. In der Abgeklärtheit, in der er sich, wenn es ihn noch gibt, jetzt befindet, würde er nie im Leben so, niemals würde er so reden oder sich so äußern. Niemals. Ja, aber das ist so eine Hypothek, die schleppe ich auf den Baum. Ich weiß es auch nicht, ob ich überhaupt nochmal beziehungsfähig wäre. Ich glaube, das ist auch nicht das Thema im Moment, Hans-Jürgen. Nee. Darüber würde ich mir jetzt auch nicht den Kopf zerbrechen. Nee. Ich weiß nicht, ob du das von Laura, gibt es im Moment so ein Lied oder vom letzten Jahr, immer wieder. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja, ich habe es schon mal gehört, ja. Ja, das passt wie Faust auf Auge auf meine Situation. Mhm. Also ich finde, das kann ich rückwärts singen mittlerweile. Dass es in der jetzigen Situation wichtig ist für dich, finde ich, dass du zumindest ein, zwei Ansprechpartner hast, mit denen, ich meine, dass du dich nicht in der Trauer verkapselst. Ja. Weil das ist ganz schlimm. Das zerstört auch dein Leben und deine Seele. Dass du da Ventile findest. Also eine Bekannte hat zu mir gesagt am Samstag, die kennt mich etwas, nicht allzu viel, aber etwas. Und von dem ganzen Reden nach dachte, du musst wahnsinnig aufpassen, dass du dadurch nicht krank wirst und dadurch nie wieder da rauskommst. Aber es wird eine Zeit kommen, Hans-Jürgen, wo du sagst, ich erfreue mich auch wieder im Leben. Ich bin 99,9% sicher, dass es so sein wird. Es vermittelt dir jetzt wahrscheinlich wenig, wenn ich das so sage, aber ich bin ganz sicher. Ich möchte dir gerne anbieten, dass du mit meiner Psychologin noch ein wenig redest. Mhm. Das ist heute Nacht Annette. Mhm. Du kennst vielleicht das Verfahren, du legst auf und die Annette ruft dich gleich an. Ja.
ich möchte dir von Herzen noch mal sagen oder dir sagen, dass mir das sehr, sehr leid tut und mir dein, ich möchte dir mein Beileid aussprechen. Dankeschön. Und ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Danke, Domian. Auf Wiederhören. Alles Gute weiterhin. Dankeschön, ciao. Auf Wiederhören. Tschüss. Wenn ihr euch mit mir auch unterhalten wollt, dann könnt ihr mich anrufen unter 0800 5678 111 oder ihr könnt mir faxen unter 0800 5678 110. Die nächste Anruferin, das ist Christine Nahr und die ist 49 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Hallo. Hallo Christina. Ja, hallo Jürgen. Ich freue mich, dass ich dich mal sprechen kann. Sehr nett. Es ist natürlich ein Problem. Ich habe deinem Kollegen schon erzählt, worum es ging. Also ich lebe seit 10 Jahren mit einer Frau zusammen. Mhm. Und bin auch, also seit 8 Jahren, kann man sagen, chronisch krank. Sodass also im Prinzip sexuell kaum noch was gelaufen ist. Was, welche Krankheit hast du? Ich habe ein offenes Bein. Ja. Und also fast das rechte Unterbein ist fast alles bis zum Knie auf. Und das geht auch nicht zu. Also wir haben da schon alles Mögliche probiert in der Charité und weiß ich was. Es geht eben nicht. Christine, lass mich fragen, du bist ja auch noch keine alte Frau mit 49 Nein, Jahren. Eben nicht. Was bedeutet offenes Bein? Wie kann das geschehen? Es ist, also erstens kommt es, wenn man jahrelang die Pille genommen hat, kann das Thrombosen auslösen. Ja, ja. Und das war bei mir so. Mhm. Und dann habe ich eine vererbte Bindehaut. Schwächung, also Bindegewebsschwächung. Mhm, und das hat das natürlich alles begünstigt. Mhm. Das heißt, muss man sich das so vorstellen, dass es wirklich wie eine Wunde aussieht, das Ja, Bein? Das ist ganz, also du siehst das offene Fleisch. Mhm. Man kann nichts vernähen, es verkrustet nicht, es ist immer nicht. Auf. Und Nein, wir haben 2 Hautverpflanzungen, also mit Eigenhaut gemacht. Mhm. Und es hat alles beides nicht geholfen. Ist nicht angewachsen, ist wieder abgegangen. Wie sieht denn diese Wunde aus? Eitert sie? Ja, sie ist nässt. Das lässt sehr und es riecht auch sehr unangenehm. Mhm. Also ist der ganze Unterschenkel ist auf. Ja, kann man sagen, ja. Mhm. Und du musst es wahrscheinlich ständig pflegen, ständig verbinden. Ja. Schmerzt es auch sehr? Ohne Ende, ja. Mhm. Ich bin jetzt schon unter Morphium und es ist, ich weiß nicht mehr weiter. Du hast auch gerade gesagt, dass das sexuell in deiner Beziehung sehr lange nichts mehr läuft. Siehst du da einen Zusammenhang zwischen der Krankheit und deinem sexuellen Empfinden? Ja, unbedingt. Mhm. Ja. Und es ist jetzt so, dass ich wollte meiner Freundin das nicht mehr zumuten. Mhm. Das kann man auch nicht, das sehe ich vollkommen ein. Und habe zu ihr gesagt, weißt du was, gib doch eine Anzeige auf oder schreib zur Anzeige, dass du eine Kontaktperson suchst. Mhm. Und ich bin da mit einverstanden. Also ich war klar, warum nicht und so. Also ihr lebt wie ein Ehepaar zusammen, seit 10 Jahren, sagen wir nochmal. Ja, in einer Wohnung, ja. Ja. Und du hast jetzt diesen Vorschlag gemacht, der dir sicher nicht einfach gefallen ist, könnte ich mir vorstellen, oder? Sicher, aber ich habe an sie gedacht, weil ich sie ja lieb habe und ich kann das nicht von ihr verlangen, dass sie so lange ohne Sex ist. Ist sie auch in deinem Alter? Sie ist 10 Jahre jünger. Sie ist 39. Nee, sie ist auch Quatsch, 8 Jahre, 41 ist sie. 41, ja. Wie hat sie jetzt auf deinen Vorschlag reagiert? Ja, sie war eigentlich ganz angetan. Erst war sie ein bisschen ängstlich und hat, du bist wirklich nicht böse. Ich sage, nein, bin ich nicht. Mhm. Ich habe das vollkommen verstanden. Mhm. Na, jedenfalls ist es so, dass sie jetzt seit, ich weiß nicht, 8 Wochen ungefähr auch wirklich eine Bekannte hat. Die ist aus Wittenberg und die hat sich in der Zeitung auch, also die hat eine Anzeige aufgegeben. Sie weiß nicht, was sie ist. Also bisexuell, heterosexuell, genau, so etwas. Und ihr Mann ist verstorben. Aber das ist ja erstmal jetzt eine andere Sache. Jetzt haben die beiden Frauen, deine Freundin und diese Frau aus Wittenberg, haben einen sexuellen Kontakt regelmäßig. Genau, regelmäßig. Genau. Aber es ist ein rein sexueller Kontakt. Oder spielen da auch schon Gefühle mit? Ja, eben. Gefühle spielen mit. Und das ist ja gerade das Schlimme. Mhm. Das haben sie mir heute eröffnet. Von welcher Seite? Auch von der Seite deiner Freundin aus? Ja, beide. Mhm. Beide. Und sie ist jetzt mit zu ihr gefahren. Ich weiß nicht. Ich weiß mir einfach keinen Rat. Das heißt, heute Abend ist sie nicht bei dir? Nein. Sie ist in Wittenberg bei der Freundin. Das heißt, du hast es quasi eingefädelt. Mhm, genau. Und hattest gedacht, na gut, da läuft dann so eine Sexgeschichte. Ja. Das kann man ja voneinander trennen, Liebe und Sex. Und jetzt haben die beiden sich ineinander verknallt. Ja. Mhm. Was soll ich jetzt tun? Mhm. Wann hat deine Freundin dir das offenbart?
Ich habe es schon vermutet, also schon vor einigen Tagen. Und sie hat immer gesagt, nein, das stimmt nicht, das stimmt nicht. Ich sage, du kannst es mir doch nicht erzählen. Man sieht es ja auch, also die Gesten und alles. Das ist ja, man kann das ja nicht weg. Und dann hat sie es dann jetzt kürzlich zugestanden. Ja. Ja. Wie war denn euer Kontakt eigentlich so bisher, euer platonischer Kontakt? Wenn wunderbar. Wunderbar. Mhm. Wunderbar. Wirklich? Sie ist mehr so ein männlicher Typ und ich bin mehr feminin. Also wir haben wunderbar zusammengepasst. Ich frage das deshalb, weil ich gerade so dachte, vielleicht lag dann so geistig auch einiges schon im Argen, wenn das jetzt so schnell passiert. Nein, glaube ich. Das nicht? Nein, das glaube ich nicht. Ja, was sagt deine Freundin denn, wie sie sich das jetzt vorstellt? Sie kann ja nicht mit dir zusammenwohnen. Doch, das will sie. Das will sie. Und trotzdem verliebt sein und in eine Liebesbeziehung mit der anderen. Ja, ich soll das doch verstehen. Und da sage ich, das kann ich nicht. Ich kann das nicht verstehen. Selbst wenn, irgendwann würde das mal so weit führen, dass ich habe auch zu deinem Kollegen da gesagt, dass da irgendwie ein Hass entwickelt wird und das will ich ja auf keinen Fall. Ich will nochmal zurückgehen, 8 Jahre lang gab es keinen Sex zwischen euch. Ja, so ungefähr, 8 Jahre ist ja eine verdammt lange Zeit. Ja. Ne? Und wenn man es jetzt mal ganz plump formuliert, würdest du sagen, du warst schuld daran. Genau. Du warst schuld daran. Das heißt, du hast deiner Freundin dann ja auch 8 Jahre auch sehr viel abverlangt. Ne? Ja. Kann man das ja. Weiß ich, ja. Ich finde, Christina, dass die ganze Sache jetzt noch so frisch ist mit der anderen Frau, dass du, wenn du es irgendhin kriegst innerlich, ich weiß, wie schwer das ist, gelassener damit umgehen solltest und nicht gleich Druck machen solltest. Ja. Es sind erst 8 Wochen. Es sind vielleicht nicht mal 8 Wochen, wo die sich ineinander verliebt haben. Vielleicht ist es einfach nur ein Rausch. Vielleicht will deine Freundin sich auch einfach mal so richtig ausleben und kann das nicht so trennen, Körper und Geist. Ja. Das haben ja viele Menschen, dass sie sich dann halt auch ein bisschen verknallen in den anderen. Ja. Vielleicht weiß sie aber tief innerlich, dass die das wirkliche Zuhause bist du für sie. Mhm. Und du hast acht Jahre hat sie verzichten müssen. Ja. Wenn du das, wie gesagt, für dich auf die Reihe kriegst, lass sie doch einfach mal machen. Mhm. Und lass es ruhig noch ein paar Monate laufen. Und wenn es im Frühling immer noch so ist und es vielleicht noch sich verdichtet hat zwischen den beiden Frauen, dann wäre es vielleicht an der Zeit, dass du sagst, pass auf, ich kann so nicht leben. Vielleicht solltest du einfach jetzt ein bisschen runterschlucken. Runterschlucken ist eigentlich nicht gut, aber manchmal muss man das auch machen. Ja. Deine Freundin hat ja auch zurückgesteckt und hat das für dich getan. Ja, das stimmt. Mach du es jetzt mal für sie. Vielleicht gewinnst du sie dann umso mehr, wenn sie mitbekommt, wie sehr du sie liebst und dass du sogar so etwas duldest im Moment. Ja, das hat sie mir auch immer gesagt. Sie wird mir dankbar sein und auch die andere Freundin aus Wittenberg. Und das werden sie mir nie vergessen. Mhm. Und nur... Ich weiß, wie schwer das... ahne, wie schwer dir das fällt. Darum brauchen wir gar nicht zu reden. Mhm. Aber ich glaube, dass das der richtige und kluge Weg auch ist, Christina. Mhm. Auch der faire Weg. Deiner Freundin gegenüber. Wenn du jetzt nach 8 Wochen schon auf den Tisch haust und sagst, Mädchen, so geht es nicht, dann sagt die, na und was habe ich 8 Jahre für dich getan? Ja. Hm? Nur es ist ja so, sie möchte gerne, dass sie mit der Freundin zusammenleben kann und auch mit mir. Mhm. Also mal da und mal da. Mhm. Und das ist das, was mir so schwer ist. Ja, ich weiß. Ich meine, du kannst es natürlich, du solltest es auch thematisieren, dass es dir schon schwerfällt, dass sie auch merkt, dass du damit kämpfst. Aber ich würde jetzt nicht Forderungen aufstellen im Moment und sagen, so geht es nicht, das kann ich nicht und ich möchte es so und so. Mhm. Ja, gut. Lass uns mal vielleicht im Januar, Februar nochmal miteinander telefonieren. Egal, wie es ausgegangen ist, versuch doch nochmal durchzukommen. Ja, gut. Ich werde mich ja nicht erinnern, bestimmt. Ich danke dir. Alles Gute, Christina. Danke, auf Wiederhören. Ebenfalls. Jetzt machen wir altersmäßig aber einen ganz heftigen Sprung in die Jugend, nach unten. 15 Jahre alt, Daniela, guten Morgen. Guten Morgen. Daniela, ich grüße dich. Ja, ich dich auch. Na, du bist zu so später Stunde noch auf? Ja. Obwohl du morgen wahrscheinlich in die Schule musst, oder? Ja, wir machen morgen eine Klassenfahrt. Ach ja, da kann man ja müde sein. Also, das Thema, weswegen du mich angerufen hast. Ja, das ist, dass mein Leben also ein bisschen schief gelaufen ist. Mhm. Inwiefern?
Ja, ich war schon mit 13 schwanger. Mhm. Das kam durch einen eigentlichen Zufall. Da hatte ich meinen Geburtstag gefeiert und war halt auch leicht betrunken. Mhm. So, und ich habe das Kind aber nach 5 Monaten durch einen Unfall verloren. Mhm. So, meine Eltern wissen das bis heute noch nicht. Mhm. Und ich bin halt auch vom Gymnasium bis auf die Hauptschule abgesagt. Mhm. Und habe halt auch durch die ganze Umwerferei und alles, habe ich halt auch 2-3 Wochen lang auf der Straße gelebt. Mhm. Und was meinst du mit die ganze Umwerferei? Was meinst du damit? Ja, das war kurz nachdem ich das Kind verloren habe, haben sich ja auch meine Eltern scheiden lassen. Mhm. Mein Opa ist gestorben, zu dem ich auch eine sehr gute Beziehung hatte. Mhm. Also kam ein Schlag auf den anderen. Ja. Ein Schicksalsschlag. Ja, und da kam ich halt irgendwie nicht mit fertig, dann bin ich von zu Hause weg. Mhm. Lebst du denn heute wieder bei einem Elternteil zumindest oder lebst du im Heim? Nee, ich lebe so gesehen bei beiden, weil, also mein Vater, der wohnt in etwas weiter weg und meine Mutter wohnt in der Nähe von Bonn. Mhm. Also du pendelst auch immer so hin und her? Ja. Mhm. Du bist jetzt auf der Hauptschule, sagst du? Ja. Mhm. Hast du denn so sonst dein Leben jetzt wieder so ein bisschen im Griff oder ist es alles immer noch sehr schwierig? Ja, es ist sehr schwierig, weil ich halt erst dieses Jahr auch auf die neue Schule gekommen bin. Mhm. Ich wäre eigentlich schon aus der Schule raus. Nur da ich halt auch sitzen geblieben bin, bin ich jetzt erst in der 9. Mhm. So, und also im Moment, ich komme halt auch jetzt mit meiner neuen Stiefmutter nicht klar und so. Mhm. Also du hast doch bestimmt ein ganz, ganz konkretes Anliegen gehabt, weswegen du angerufen hast. Ed, sag das mal. Ja, das ist, ich weiß im Moment nicht, was ich machen soll. Mhm. Bei meinem Vater komme ich nicht zurecht und bei meiner Mutter komme ich auch nicht mehr zurecht. Also im Vater liegt es daran, dass du mit der Stiefmutter nicht zurechtkommst und dich dann wohlfühlst? Auch unter anderem, auch weil ich mit meinem Vater nicht reden kann. Mhm. Und wo hakt es bei der Mutter? Bei der Mutter hakt es halt auch daran, dass sie Alkoholikerin ist oder war. Es kommt drauf an, wenn so Sachen kommen, die ist Busfahrerin, wenn dann wieder irgendwas passiert ist, dann fängt es halt wieder an zu trinken. Mhm. Bist du denn das einzige Kind deiner Eltern oder gibt es noch Geschwister? Ja, mittlerweile gibt es eine Stiefschwester. Ach so, also aber aus der Ehe bist nur du entstanden. Ja. Mhm. Das heißt im Klartext, du möchtest im Prinzip nicht bei der Mutter leben, weil es da Chaos ist, manchmal. Mhm. Und beim Vater möchtest du auch nicht leben, du kommst mit ihm nicht richtig, kannst mit ihm nicht richtig reden und mit der Stiefmutter schon gar nicht. Ja. Hängst also richtig in Seilen. Ja. Und da wundert es einen dann wahrscheinlich auch nicht, dass du auch wahrscheinlich jetzt in der jetzigen Schule auch nicht so dolle bist, ne? Nee, bin ich auch nicht. Weil du keinen Bock hast und die Gedanken sind immer woanders. Ja. Mhm. Wobei du wahrscheinlich ein intelligentes Mädchen bist, warst du immer auf dem Gymnasium und könntest, wenn die äußeren Umstände gut wären, könntest du wahrscheinlich auch toll in der Schule mitkommen. Ja, eigentlich schon. Ja. Was ist jetzt zu tun? Hast du dich mal mit dem Gedanken angefreundet, ganz dich von deinen Eltern zu trennen? Ja, das ist das Problem. Also ganz ohne sie komme ich halt auch nicht aus. Ja, ich aber... Probiert. Ich war mal 2 Wochen auch mit einer Gruppe von Jugendlichen weg und also die fehlen mir dann schon nach einer Zeit. Aber du gibt es ja heutzutage Gott sei Dank viele Modelle wie Jugendliche, auch in deinem Alter, du bist ja nicht mehr so ganz jung, so im Übergang zum Erwachsensein, schon auch alleine leben können. Es gibt ja so Projekte, betreutes Wohnen, da haben die 15-, 16-Jährigen ihre eigenen kleinen Zimmer, Apartments oder sie wohnen in WGs, betreut vom Jugendheim. Wie wäre so etwas vielleicht etwas, dass du vielleicht sogar in der Stadt, in der Nähe deiner Eltern, eigenes Zimmer oder eigene kleine Wohnung hättest und die einfach dann besuchst, aber dann zurückgehst in deine eigenen 4 Wände? Das könnte gehen, nur ich weiß nicht, ob die Eltern da auch mit einverstanden sein müssen. Wie die ganzen Einzelheiten sind, weiß ich auch nicht. Aber wenn du bist ja nun jemand, der sich schon selbst gut über sich äußern kann und du bist ja in enormen Schwierigkeiten, das habe ich ja in ein paar Minuten schon mitbekommen. Das wird ja jeder vom Jugendamt auch einsehen, der sich mit dir beschäftigt. Ich glaube, dass dann die hauptausschlaggebende Person bist du.
Wie man das im Einzelnen organisiert, würde ich gerne dich gleich an meine Psychologin verweisen, die da sehr gute Erfahrungen hat. Und die könnte dir das erklären, wie man das macht, an wen man sich wendet und ob die Eltern mitkommen. Und das ist ja alles dann bürokratischer Kram. Ja, also ich habe auch im Moment einen Freund, der ist halt auch sehr lieb zu mir und alles. Mhm. Und der hilft mir da also auch. Mhm. Wie alt ist der? Raus. Der ist jetzt 18. Der ist 18. Aber ich würde dir auch raten, Daniela, dich jetzt vielleicht auch nicht zu sehr an den Freund zu hängen. Also nicht auf die Idee zu kommen, ich ziehe jetzt mit dem zusammen oder so. Ich glaube, da bist du noch ein bisschen jung für. Ja. Ich fände es gut, das wäre sicher ein geordnetes Verhältnis für dich, wenn du, wie gesagt, über das Jugendheim eine eigene Wohnung bekämst oder über das Jugendheim in eine gute WG eingegliedert würdest und da so dein Ding machen könntest. Das fände ich für dich wirklich am besten. Ja, werde ich das mal versuchen. Ja, aber wir werden dir jetzt natürlich ein bisschen erstmal dabei helfen, weil ganz alleine mit 15 so etwas zu organisieren, ist natürlich eigentlich ein Unding. Du legst auf und wir rufen dich, das heißt, die Annette ruft dich gleich an und die kann dir das genau erklären, wie man sowas macht. Und die kann dir auch so ein paar Erfahrungen schildern. Sie hat das öfters schon mal organisiert, auch für uns hier. Okay? Ja, danke. Alles Gute, meine Liebe. Tschüss, Daniela. Ja, tschüss. Und viel Spaß bei der Klassenfahrt. Wo geht's denn hin morgen? Zur Expo. Zur Expo, also wunderbar. Freust du dich? Ja. Ja, gibt sicher ein paar sehr interessante und gute Dinge zu gucken. Also viel Spaß und wir rufen dich gleich wieder an. Ja, danke. Auf Wiederhören, tschüss. Tschö. 1.31 Uhr, 41 Sekunden und jetzt machen wir eine kleine Pause. Nur 33 und 10 Sekunden. Hier ist Radio 1 live und das WDR-Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht haben wir freie Themen, eine offene Telefon-Talkshow und das bedeutet, dass ihr mich anrufen könnt, wenn ihr mit mir reden wollt, egal über welches Thema, ob es was ganz Ernstes ist, was wir gerade schon gehört haben oder ob es irgendwas Lustiges oder Schräges ist oder Verrücktes oder Durchgedrehtes. Was auch immer. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Jetzt bin ich verbunden mit Udo. Mit Udo und Udo ist 34. Guten Morgen. Morgen, Domian. Hallo, Udo. Also, mein Thema ist Trennungsschmerz. Trennungsschmerz? Ja, aber ich möchte erst meinen Vorredner, den dreien, vor allen Dingen dem, wie war es nochmal, Hans-Jürgen, glaube ich, der Erste, ja, alle Kraft der Welt wünschen für seinen Verlust, den er erlitten hat mit seinem Partner. Das ist ja nett von dir, ja. Das ist schon ein starkes Ding, also. Und dann komme ich mit sowas wie Trennungsschmerz, naja. Aber kommt halt immer auf den Blickpunkt an. Ja, ich meine, es existiert alles nebeneinander. Und ja. So ist es halt im Leben. Erzähl mal von dir oder von dem, was dir passiert ist. Ja, also Anfang September ist meine Verlobte zu ihrem sie schlagenden Mann zurückgekehrt. Ich musste dabei sagen, also sie hat sich vor 4 Monaten ungefähr erst von ihrem Mann getrennt. Mhm. Und ich habe ihr bei der Trennung mehr oder weniger geholfen. Ich habe also einen Platz im Frauenhaus gesucht. Ich habe sie zum Frauenhaus hingebracht, was also auch relativ weit weg war von ihrer Wohnort, wo sie wohnte. Mhm. Ich bin jeden Tag dahin gefahren, um mit ihr zum Sozialamt zu gehen, alles zu regeln, zum Jugendamt und was nicht noch alles. Wohnung suchen, Möbel besorgen und was man halt so macht, wenn man sich gerade getrennt hat. Ne? Mhm.
Ja, und irgendwann, also hat sie mich dann, also besser gesagt, mir dann gesagt am Telefon, dass sie sich in mich verliebt hätte. Mhm. Und ich war natürlich also wirklich happy und... Wie war denn damals überhaupt der Kontakt entstanden? Woher kanntest du sie? Ich kenne sie von meiner Mutter her, weil ihre Mutter ist eine sehr gute Bekannte von meiner Mutter. Und die haben mich damals gefragt, ob ich helfen könnte. Und ich habe natürlich ja gesagt. Ja. Verstehe. Da hast du dich also reingehängt, hast sie da rausgeholt quasi aus der Hölle. Ja. Wie lange war sie mit dem zusammen damals? Sie ist jetzt also 4 Jahre mit ihm verheiratet. Mhm. Der hat sie geschlagen, misshandelt, also hardcore. Ja. Ja. Aber ganz da hardcore. Mhm. Er hat jetzt nicht nur sie geschlagen, sondern auch die Kinder. Mhm. Die durfte nirgendwo hingehen. Er hat sie mit einem Staubsaugerrohr verprügelt. Mhm. Er stand in der Säge vor ihr und wollte ihren Hals durchschneiden und alles. Wie viele Kinder haben die? 3. Wo sind die Kinder dann hingekommen, nachdem sie sich von ihm getrennt hat? Die hat sie mitgenommen. Also zu dir, zu euch? Ja. Ihr habt dann auch zusammen gewohnt? Ja, ich habe... Zeitlang war ich natürlich, musste ja auch Sachen für mich erledigen, die erste Zeit so. Mhm. Und danach bin ich dann jeden Tag bei ihr gewesen, hab dann da auch geschlafen und alles. Mhm. Wir waren auch jeden Tag unterwegs. Achso, Anwalt und was alles. Mhm. Hattet ihr denn jetzt zum Schluss auch eine eigene Wohnung, eine gemeinsame Wohnung? Sie hatte eine Wohnung gehabt und ich habe da mehr oder weniger drin gewohnt mit. Mhm. Wir wollten uns ein Haus suchen hier also in ganz, der Nähe. Also ganz eng alles schon. Verlobt wart ihr auch, sagst ja. du, oder seid ihr. Wie lange wart ihr dann eigentlich zusammen jetzt? Ja, kurze Zeit, 3 Monate. 3 Monate. Und jetzt ist sie wieder zurückgegangen zu ihrem schlagenden Mann. Ja. Verstehst du das? Nein, kann ich nicht verstehen. Weil sie auch vorher immer gesagt hat, ich gehe nie wieder zurück. Ich bin mit dir glücklich, ich liebe dich. Also das hat sie mir immer gesagt, die Gefühle, die ich für dich habe, die habe ich noch nie für einen Mann empfunden. Kann es denn sein, Udo, dass sie Angst vor ihm hat und dass er ihr Druck gemacht hat und sie vielleicht erpresst sogar, dass sie aus Angst zu ihm zurückgeht? Ja, vermute ich mal. Weil wir waren an dem Samstag, also sie ist am Sonntag, den 3. September, glaube ich, war, ist sie zurückgegangen. Und Samstag waren wir bei ihm, um die Sachen für die Kinder rauszuholen, also Anziehsachen, Spielsachen. Mhm. Und da sind wir sogar mit Polizei hingegangen. Und er hat sie nicht in der Wohnung gelassen, weder sie noch die Polizei. Mhm. Und hat da oben mehr oder weniger so ein bisschen Palaver gemacht. Ne? Mhm. Also die Polizei konnte jetzt natürlich nicht eingreifen, weil er nicht handgreiflich wurde, sondern er hat nur rumgeschrien. Ne? Mhm. Dann sind sie wieder runtergekommen, er kommt oben ans Fenster ran und ruft zu mir runter, Udo, wenn du ihr hilfst, also ich sag jetzt extra den Namen nicht, falls du zuhörst, wenn du ihr hilfst, dann wirst du das bereuen, dann bringe ich dich um. Ne? Und das hat sie mitgekriegt. Ne? Und dann ist sie also, sonntags ist sie dann zurückgegangen. Ne? Hat sie vielleicht dann also bei der Familie angerufen, ne, wo sie wohnt, also die ganze Familie von ihm wohnt da in dem Haus. Ne? Vielleicht ist sie ja sogar zurückgegangen, um dich zu schützen. Ja, das weiß ich ja eben jetzt nicht. Ne? Hat sie die Kinder hat sie mitgenommen? Die Kinder hat sie mitgenommen. Hat sie dir irgendetwas hinterlassen? Ein Brief? Hat sie dich nochmal angerufen? Irgendein Zeichen hinterlassen? Nee, also wie gesagt, sie darf jetzt auch überhaupt nicht mehr alleine raus, was sie vorher natürlich auch kaum durfte. Nein, wie hast du das überhaupt mitbekommen, dass sie jetzt wieder bei ihm ist, wenn sie es dir nicht gesagt hat? Woher weißt du das überhaupt, dass sie da ist? Ich war ja an dem Tag, als sie zurückgegangen ist, war ich ja da. Bei ihr? Ja. Ach so, dann hat sie zu dir gesagt, ich gehe jetzt zurück. Oder wie? Nein, das hat sie natürlich nicht gesagt. Sie hat gesagt, sie muss ein bisschen nachdenken über sich, ja. die Kinder. Und dann stand der Mann schon da vor der Tür. Ach so. Der stand vor der Tür. Das hat mich dann natürlich auch schon also mächtig aus der Pantinen gehauen. Weil ja, Moment, du siehst, der Mann steht vor der Tür. Du bist mit der Frau noch in einer Wohnung. Ja. Da fragt man doch hier, was ist denn los? Was passiert denn hier? Hast du ja, das nicht er war nicht alleine, ne? Ja, aber er war doch nicht in der Wohnung. Du hast gesagt, er steht vor der Tür. Ja, in der Wohnung. Er stand direkt oben vor der Tür. Also sie hat im Hochhaus gewohnt und sie machte die Tür auf. Ach so. Und da stand er schon davor. Ne? Und er war natürlich auch nicht alleine. Und sagen wir mal, mit mehreren Türken möchte ich mich als alleine auch nicht gerne anlegen. Also dann ist die Frau raus mit den Kindern. Es ist quasi wortlos passiert. Mhm. Und du standst alleine in der Wohnung und die Frau und die Kinder waren weg. Ja. Und seitdem ist sie bei dem Typ. Ja. Ja, verstehe. Und ich habe also mit Freunden darüber geredet und die sagen mir halt immer wieder das Gleiche, da muss sie jetzt durch und so. Und die verstehen einfach nicht, was ich durchmache, weil ich habe also festgestellt, im Nachhinein, als ich mit der besten Freundin von ihr geredet habe, was sie auch nicht verstehen kann, warum sie zurückgegangen ist, dann hat sie mich mal gefragt,
wie sieht denn deine Traumfrau aus? Und dann habe ich ihr so mein Bild von Traumfrau erklärt und da sagt sie grinsend, weißt du eigentlich, wen du da beschreibst? Ich sage, nö, wen denn? Ja, Tanja, also sie, ne? Mhm. Ja gut, das ist ja nur klar, darüber brauchen wir nicht zu reden, dass du sie sehr liebst. Ja, wahnsinnig. Also die Frage ist natürlich jetzt, was kannst du machen? So wie mir das jetzt scheint, was du gerade erzählt hast, sind dir vollkommen die Hände gebunden. Diese Frau ist freiwillig dahin gegangen. Ja. Freiwillig in Anführungszeichen wahrscheinlich. Mhm. Wahrscheinlich in Anführungszeichen. Wahrscheinlich hat sie tierische Angst. Vielleicht hat sie Angst um ihr Leben, Angst um dein Leben, Angst um das Leben der Kinder. Ja. Ich meine, er hat mal die Aussage getätigt, also ihr Mann, dass er die Kinder möchte. Was sie macht, interessiert ihm überhaupt nicht. Mhm. Gibt es denn irgendeine eine nahe Person, eine gemeinsame Freundin, aus der du etwas herauskriegst, von der du etwas sagst? Niemand. Keiner hat mit ihr Kontakt. Keiner darf mit ihr Kontakt haben. Weder die Mutter noch Bruder noch sonst irgendjemand. Und nicht mal die beste Freundin. Bin ich ganz ratlos. Ich weiß nicht, was man da machen kann. Sie ist eine erwachsene Frau. Und wenn nachweislich keine Gefahr besteht oder keine Notsituation vorliegt, nachweislich liegt sie ja nicht vor, ne? Man kann es ja nicht beweisen. Ja, das ist es ja. Ich meine, ihre beste Freundin war einmal kurz da und wollte mit ihr reden. Da war ihr Mann auch da und sie hat die Tür aufgemacht und sie hatte also rote Augen gehabt. Ich meine, rote Augen kriegt man nicht von einem Zwiebelschneider. Also nicht so. Sie war damals im Frauenhaus. Ja. Gibt es da eine Ansprechpartnerin, mit der du vielleicht die Lage beraten könntest? Es gibt doch sicher eine Frau, mit der sie damals da viel gesprochen hat, die viel von ihr und ihrer Situation weiß. Dass du dich vielleicht mal an die Frauen wenden könntest. Vielleicht haben die eine Idee, außerdem sind die ja nun sehr erfahren mit solchen Vorfällen. Mhm. Ja, also da bin ich jetzt noch nicht drauf gekommen, auf die Idee, mal mich an das Frauenhaus zu wenden, wo sie jetzt untergebracht war. Wie lange, das liegt ja noch gar nicht so lange zurück, ne? Nee, war Anfang September ist sie also zurückgegangen. Ich finde, das ist vielleicht ein erster Schritt, zumindest irgendetwas mal zu tun. Sich mit einer zuständigen Angestellten oder einer Frau, die dort arbeitet, zu unterhalten. So, und die, wenn die persönlich nichts sagen kann, hat aber vielleicht eine Idee, vielleicht gibt es doch irgendwelche Organisationen oder Gruppen, die sich gerade mit solch extremen Fällen beschäftigen, die dir da helfen könnten. Ich habe auch gerade schon rausgehört, das ist eine binationale Geschichte. Deine Freundin ist Deutsche und der Mann ist Türke. Ja, das ist noch eine besondere Problematik. Wende dich mal an das Frauenhaus. Ich bin sicher, irgendwelche Hilfe wird es geben oder vielleicht Hinweise zumindest, was man tun könnte, was du tun kannst. Ja, ich will irgendwas tun, weil ich kann nicht davon ausgehen, dass er sich also geändert hat, dass er sie nie wieder schlagen wird. Das kann ich mir nicht vorstellen, weil er hat auch Karten gespielt. Und wenn er verloren hat, dann hat sie immer Prügel gekriegt. Also sie war es dann mehr oder weniger schuld. Ja. Und also ich bin schon auf die wahnwitzigsten Ideen gekommen, was ich tun könnte. Also sie entführen oder den einfach irgendwie um die Ecke bringen oder sowas. Ja, das ist ja nur auch nicht die Lösung. Nee, ist klar. Das ist wirklich das Dümmste, was du jetzt machen könntest. Ne? Deswegen finde ich, ist es sehr wichtig, dass du dich erst mit jemandem mal berätst, was man tun kann, bevor du auf eigene Faust vielleicht dich in dein eigenes Unheil da reinreitest. Ja? Nee, ich meine, ich würde also auch niemals ihnen jetzt etwas antun, weil dafür achte ich das Menschenleben doch nicht sehr. Ne? Also selbst wenn es ein Schwein ist, würde ich es nicht tun. Also Udo, versuch das mal bitte. Wenn das alles nicht klappt, melde dich doch in ein paar Tagen nochmal bei uns und dann können wir vielleicht gemeinsam neu überlegen, was man machen könnte. Okay? Okay. Alles Gute und viel Glück. Ja, danke, Thomas. Auf Wiederhören. Dann ciao. Jetzt habe ich hier bei mir Tina, 19 Jahre. Stimmt das? Ja, hallo. Hallo Tina. Und Marco, 17, ist auch noch bei dir irgendwie um die Ecke. Das ist mein Freund. Das ist mein Freund. Aber jetzt bist du erstmal dran. Ja. Was ist los, Tina? Also mein Thema ist Inzest. Das fällt mir jetzt eigentlich ziemlich schwer, so darüber zu reden. Also ich wurde, seit ich 8 bin, von meinem Vater sexuell missbraucht. Wie lange? Und also es ging dann bis 18. Bis 18? Und, ja. Du bist jetzt 19. Ja. Und als ich 13 war, da hat er mich auch vergewaltigt. Und dann also auch immer wieder, so bis ich so 16 war. Und jetzt bin ich dieses Jahr, so seit Ende Mai, bin ich also ausgezogen und wohne jetzt mit meinem Freund zusammen. Mit dem Marco? Ja. Und
im Prinzip lässt mich das aber deswegen trotzdem überhaupt nicht los. Es ist eigentlich fast auch manchmal ist es auch schlimmer, weil man auch Abstand gewonnen hat und irgendwie kommt auch immer wieder die Frage auf, warum ich so eine Qual irgendwie verdient habe oder. Ja. Herr Bettine, das waren ja dann fast 10 Jahre. Ja, das ist eigentlich für mich erschreckend, wenn man das so anschaut. Wie oft erzähl es mir bitte, um es mir begreiflich zu machen, damit ich mir das vorstellen kann. Ja. Wie oft ist das passiert in den 10 Jahren? Jeden Tag, jede Woche, einmal im Monat? Ja, also vergewaltigt hat er mich ungefähr dann einmal im Monat in diesem Zeitraum eben von 13 bis 16. Kann ich halt so schätzen, weil das Problem ist auch, dass ich vieles einfach versucht habe zu verdrängen und muss mich dann sehr bemühen, daran mich zu erinnern eben. Da hat er dich vergewaltigt. Aber was hat er in der Zeit davor? Hat er ja auch sexuelle Dinge mit dir getan? Ja, da hat er mich halt angekrapscht und. Musstest du sexuelle Dinge auch an ihm vollziehen? Hat er dich dazu gezwungen? Ja, also richtig selber gemacht habe ich das freiwillig nicht. Aber ich meine, wenn man mit zwei Händen einen Mann in der Hand von einem Kind so festhält und tut einem halt sich dann halt dahin halten und macht sich dann so selber, dann geht es natürlich schon. Ja. Aber so richtig freiwillig habe ich das. Das ist mir klar, dass du das nicht freiwillig gemacht hast. Das wollte ich damit auch nicht sagen, Tina. Ja. Wie oft kam das vor in der Zeit bis 13? Ja, schon, also öfter, also vielleicht alle 2 Wochen oder so. Mhm. Und dann die Zeit von 16 bis 18, was ist da passiert? Ich habe mich halt also immer mehr natürlich gewehrt, je älter ich wurde und habe es dann halt auch einfach geschafft, dass ich dann gesagt habe, ich will das einfach nicht und habe das dann auch irgendwann einfach geschafft. Natürlich habe ich von Anfang an gesagt, aber das mit 13 kann man sich einfach noch schlechter wehren und dann habe ich das dann diese irgendwann Zeit geschafft, aber dann ist er halt auch immer wieder gekommen und. Aber diese Zeit jetzt von die 2 Jahre noch, von 16 bis 18, ist da auch noch sehr viel passiert, wo er dich zu Dingen gezwungen hat, die du nicht wolltest? Na, das war schon schwer, aber es war nicht mehr so viel, aber schon noch. Auch schon noch. Ja. Jetzt reden wir über einen so langen Zeitraum. Hast du mit ihm alleine gelebt oder mit der Mutter zusammen? Nee, also mit meiner Schwester und mit meiner Mutter. Also dazu muss man auch sagen, dass meine Mutter das also von Anfang an gewusst hat. Die Mutter hat das von Anfang an gewusst? Ja. Hat die das gesehen? Hat die das mitgekriegt? Ja, also mein Vater hat dann, also als ich 13 war, hat er dann auch bei mir übernachtet in meinem Zimmer. Und das hat die Mutter mitbekommen und hat nichts gesagt? Ja, der war das, also im Prinzip war das der Recht. Weil, also ihr Mann hat es jetzt dann so als Unterstützung noch da, aber eben, wie soll man sagen, also halt nicht als richtigen Mann. Das heißt, sie brauchte sich mit ihm nicht weiter beschäftigen. Nee, den hat sie dann auch für mich so abschieben können oder so. Und sie wurde in Ruhe gelassen von ihm, sexuell vielleicht, weil du ja da warst. Ist deine Schwester älter als du oder jünger? Nee, die ist jünger. Die ist jetzt 15. Die ist 15. Lebt die noch immer in dem Haushalt? Nee, die ist jetzt in einem Internat. Hat er das mit der auch gemacht? Nee. Das nicht? Nee. Hat deine Schwester das denn mitbekommen, dass er das bei dir all die Jahre gemacht hat? Ja, so genau weiß ich es nicht. Ich habe mit ihr da also nie so drüber gesprochen, aber ich meine, wenn sie wusste natürlich, dass er bei mir da schläft und dass es nicht normal ist, denke ich, das weiß sie sicher. Wie erklärst du dir, dass er es nur auf dich immer abgesehen hat und nicht auf die Schwester auch? Ja, das weiß ich nicht genau. Wahrscheinlich, weil ich die Ältere bin. Ja. Und bei mir das dann halt als erstes. Hast du in all den Jahren mit irgendjemandem darüber geredet? Nee, also jetzt nur mit meinem Freund. Sonst überhaupt nicht, weil das habe ich mich auch gar nicht getraut. Aber hinterher muss ich einfach auch einsehen, dass ich hätte irgendwelche fremde Hilfe irgendwie in Anspruch nehmen sollen. Aber ich habe mich das irgendwie auch nicht getraut. Wie lange auch weil meine Mutter auch gegen mich war. Im Prinzip muss man es ja so sehen. Ja, natürlich. Wie lange bist du jetzt mit deinem Freund schon befreundet und zusammen? Also seit Ende Januar dieses Jahres. Und hast dann den Mut aufgebracht, was ja auch schon eine große Leistung ist, finde ich, wenn man sowas erlebt hat, es ihm zu sagen und dich ihm zu offenbaren. Ja, also man muss dazu sagen, dass ich mit ihm schon mal zusammen war, als ich 16 war. Aber da habe ich ihm das nicht erzählt und da war ja auch noch ein bisschen was. Und mein Vater war natürlich auch tierisch eifersüchtig und
Jetzt hast du aber den Absprung geschafft von zu Hause und wohnst jetzt bei deinem Freund. Ja. Ging das unproblematisch, dass du aus... Ja, das ging schon. Mhm. Jetzt frage ich dich, Tina, wenn du mir so was Schlimmes erzählst, so eine Horrorgeschichte, hast du nicht einen unendlichen Hass auf deinen Vater und auch auf die Mutter, weil sie ist ja mitschuldig? Ja, also auf jeden Fall, nur auf meine Mutter, das muss man sich halt erstmal überhaupt klar machen, wie schwer das ist, dass man das einfach einsehen muss, dass einfach beide Eltern das einfach auch sind und diesmal die auch beide los ist irgendwie, dass die auch beide gegen einen sind. Jetzt ist dir natürlich klar, dass ich das jetzt fragen muss, was ich jetzt frage und es auch fragen will. Ja. Nämlich, hast du ihn angezeigt? Nee, bis jetzt nicht. Warum nicht? Ja, andererseits habe ich ja vor kurzem noch bei meinen Eltern gewohnt und andererseits bin ich auch finanziell noch abhängig und außerdem, ich war noch nicht in der Therapie und ich glaube auch nicht, dass ich das jetzt schon so schaffen würde, einfach so auch seelisch. Ich verstehe. Bin auch so einfach schon oft am Ende, einfach wenn mir nur jemand einen Vorwurf macht, wenn er sagt, ja, wenn mein Freund fragt, ja, warum hast du denn keine Hilfe in Anspruch genommen oder warum hast du dich nicht ein bisschen mehr gewehrt oder was weiß ich oder nicht früher stärker gewehrt oder was weiß ich. Nein, das sind gar keine Fragen jetzt, Tina. Du bist so ein Opfer dieser ganzen Geschichte. Du bist als kleines Mädchen da so reingezwungen worden, dass du da hättest gar nichts unternehmen können. Nein. Dich trifft da überhaupt keine Schuld. Punkt, basta. Dickes Ausrufungszeichen. Ja. Weil deine Seele ist so kaputt gemacht worden, von klein auf. Da müsstest du schon ein Held sein, eine Heldin, wenn du dich da hättest selbst draus befreien können. Ja, aber die Vorwürfe mache ich mir halt schon auch selber und dann ist es halt, natürlich hat man auch irgendwie entwickelt, da glaube ich, jeder dann so einen gewissen Selbsthass auch und dann bricht es auch über mich manchmal rein und dann fühle ich mich auch selber verletzt oder glaube, sowas. Ja, ich glaube, dass das auch eine ganz normale Reaktion ist, dass man, wenn man so etwas hinter so einem Martyrium hinter sich hat, dass man sich dann auch selbst wieder Vorwürfe macht, ach hätte ich doch, ach wäre ich doch und... Ja. Hätte ich vielleicht doch da früher entschieden, mich verhalten sollen und so weiter. Ich glaube, das ist normal. Mhm. Aber es ist nicht letztendlich begründet, Tina. Es gibt nur zwei ganz, ganz, ganz schwer schuldige Menschen. Das ist dein Vater und deine Mutter. Und sonst niemand auf dieser Welt. Mhm. Und über kurz oder lang, ich verstehe, habe absoluten Respekt davor, wenn du sagst, ich fühle mich jetzt noch zu schwach dafür. Ja. Aber gestatte jetzt meine drastische Ausdrucksweise. So ein Schwein und so Schweine, wie deine Eltern sind, die gehören bestraft, was das Zeug hält, und die gehören beide ins Gefängnis. Und ich wünsche mir sehr, dass du irgendwann die Kraft haben wirst und die beiden anzeigen wirst können. Mhm, ja. Aber ich verstehe, wenn du sagst, ich kann das im Moment nicht, du musst dich erstmal um dich kümmern und du musst einen ordentlichen Therapeuten. Hast du denn mittlerweile Kontakt zu einem Therapeuten, der sich mit dir beschäftigt? Nee, das will ich jetzt im Moment auch machen, deswegen habe ich ja auch angerufen, weil ich einfach, das ist so ein bisschen erster Schritt jetzt gewesen. So. Ist das jetzt wirklich so, dass ich der Zweite quasi bin nach deinem Freund, dem du das alles erzählst? Ja, doch, das würde ich so auch sagen. Also mein Freund unterstützt mich schon sehr. Ja. Aber auch da muss ich dir sagen, auch da Respekt und ich ziehe meinen Hut. Das ist ja nur auch ein großer, das abverlangt einem ja sehr viel Mut. Du redest ja nicht alleine privat mit mir jetzt, du redest ja auch in der Öffentlichkeit. Ja. Und dann das finde ich schon eine tolle Sache und ist sicher auch ein ganz großer erster Schritt in die richtige Richtung für dich und auch in die Richtung zur Selbsthilfe. Ja. Manchmal ist es aber trotzdem irgendwie schlimmer, auch wenn man sich damit auch noch auseinandersetzt. Ich habe es halt einfach früher verdrängt und... Weißt du, was ich glaube, Tina? Ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit, dass du... es hier wirst verarbeiten können. Du musst dich damit auseinandersetzen. Und du musst, das glaube ich auch. Und ich glaube, du musst auch damit rechnen, dass wenn du dich damit auseinandersetzt, es nochmal ganz schlimm werden wird. Dass viele Dinge nochmal hochkommen, die du jetzt, Gott sei Dank, vielleicht auch verdrängt hast. Aber wenn man redet und nochmal alles so bespricht, dann kommt das alles wieder zu Tage. Das kommt alles wieder hoch. Das ist einfach schrecklich dann. Und dann verstehe ich es auch nicht, warum man mir sowas angetan hat. Weil es ein ganz, ganz schlimmer Mensch ist, der dein Vater heißt.
Und du einfach das Pech gehabt hast, dass du mit diesem Menschen zusammengekommen bist. Das Pech gehabt hast, in diese Familie geboren worden zu sein, Tina. Ja, er hat auch einfach versucht, so einen Keil inzwischen meine Mutter und mich zu schieben, dass ich mit ihr einfach nicht so viel zu tun hatte oder dass ich schlecht über sie gedacht habe oder so. Indem er einfach viel Schuld auf entweder auf sie oder auf mich geschoben hat, sodass ich mich halt schlecht gefühlt habe und meine Mutter habe ich auch dann als schlecht angesehen und einfach, ich habe einfach den Eindruck, ich hatte gar keine Möglichkeit. Tinta, der Marco sitzt neben dir, ne? Ja. Kannst du, mag er mal ein paar Worte mit mir reden? Kann ich ihn mal eben kurz haben? Ja, ich denke schon. Aber wir reden gleich nochmal, auch nochmal dann. Gib ihm ja, mir okay. Tschüss. Hallo Domian. Hallo Marco. Hallo. Du weißt alles, was Tina mir gerade erzählt hast und du weißt es wahrscheinlich noch viel ausführlicher. Ja, richtig. Und ich glaube, ich wollte ja auch nur mal kurz mit dir ein paar Worte sprechen. Ich glaube, dass du eine ganz wichtige Rolle im Moment hast, weil die Tina ja vollkommen alleine ist in der Welt. Ja, ja. Und das schon eine tolle Sache ist, dass sie sich dir anvertraut hat und dass sie nach all diesen schrecklichen Erfahrungen überhaupt zu einem Mann auch Vertrauen gefunden hat, zu dir nämlich. Und wenn du es irren kannst und sie wirklich lieb hast, dann stehe ihr in dieser jetzt sehr, sehr schweren Zeit bloß richtig 100% bei. Ja, das mache ich auch so gut ich kann. Das machst du auch, ja. Ich habe gerade zu ihr gesagt, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, dass ich es so unendlich wichtig fände, diesen Menschen anzuzeigen. Ja, ich unterstütze es ja eigentlich da schon. Ich will es eigentlich auch in die Richtung lenken. Ja. Also, wir waren schon im Gericht und haben schon ein paar Verhandlungen mal angeguckt, mal reingeschnuppert. Also am Oktober haben wir einen Termin bei Wildwas und da gehen wir zusammen hin und das ist gut, informieren ja. uns. Und das ist immer, also jetzt ist erstmal ganz wichtig, dass die Tina in gute Hände kommt und dass ein professioneller Mensch sich mit ihr beschäftigt und ihr dabei hilft. Du kannst dir auch sehr viel helfen, aber du bist ja nur kein Psychologe und kannst natürlich nicht alles so leisten, was jemand leistet, der das gelernt hat, auch damit umzugehen. Ja. Also ich wollte dir auch jetzt nur so kurz sagen, dass ich das ganz, ganz toll finde, dass du bist ja auch erst 17 Jahre alt, dass du sowas machst und auch vor dir meinen Hut ziehe und das ganz toll finde. Okay, danke. Gibst du mir die Tina nochmal kurz? Okay, dann tschüss. Hallo? Hast aber einen netten Freund, Tina. Ja, aber danke. Das glaube ich schon. Weißt du, in allem Unglück muss man ja auch immer, ich sage ja, auch noch das Gute sehen. Und das Gute ist, dass du diesen Jungen hast, ne? Ja. Das ist ja schon mal wunderbar. Bin ich auch glücklich. Ja. Wir machen das jetzt gleich so. Ich habe heute Abend eine Psychologin hier, eine Frau. Ja. Mit der kannst du gleich erstmal noch ausführlich sprechen. Und dann habe ich gerade von Marco ja mitbekommen, dass ihr auch schon einige Dinge selbst in die Wege geleitet habt. Ja. Was zu tun ist. Aber jetzt ist erstmal wichtig, dass du dich gut fühlst. Was heißt gut fühlst, dass du auf jeden Fall in gute Hände gerätst. Ich wollte dich auch noch fragen, du hast gerade so eine Andeutung gemacht, du bist finanziell noch abhängig von den Eltern? Ja, schon. Was machst du denn im Moment überhaupt? Ja, also ich habe das Abitur gemacht und ich mache dann jetzt ein Praktikum demnächst, aber ich meine, von einem Praktikum alleine kann man dann nicht Miete zahlen und so. Und wie viel Geld geben die dir noch im Monat? 1000 Mark im Monat. Mark. Und das machen sie so, ohne Gerede? Ja, das machen sie schon. Haben die nicht auch Angst, dass du vielleicht, die beide wissen ja nun, was für ein Verbrechen sie begangen haben, dass du da vielleicht dann doch etwas unternimmst bald? Ja, das weiß ich nicht. Das ist mir auch ehrlich gesagt so egal. Also ich meine, sollen sie halt Angst haben, na und? Ja. Naja, ich dachte, dass sie irgendwie noch Druck auf dich ausüben. Das war der Hintergrund meiner Frage. Das tun sie aber nicht. Nö, also ich lasse auch gar nicht auf mich ausüben. Ich versuche einfach, das sowas nicht an mich ranzulassen, weil ich habe keinen Kontakt zu meinem Vater. Also Tina, du hast die Hölle jetzt hinter dir. Und jetzt kann es eigentlich nur noch besser werden. Ja, jetzt wartet der Himmel auf dich. Du hast so einen netten Freund. Und wenn du jetzt einen guten Ansprechpartner findest, einen guten Psychologen, und du stark genug bist, wird es dir sicher auch eine Genugtuung sein, ihn anzuzeigen irgendwann und mit ihm im Gericht zu sitzen und mitzukriegen, wie er verurteilt wird. Ja. Das glaube ich. Ja, es ist zwar hart, aber vielleicht ist es wirklich eine Genugtuung. Ja. Du legst auf und du wirst gleich von meiner Psychologin, der Annette, zurückgerufen. In Ordnung? Okay, gut. Alles Liebe und alles Gute. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss.
In der Technik heute Nacht Markus Liebetanz und morgen heißt unser Thema Ein Verbrechen hat mein Leben zerstört. Das war ja nur eigentlich gerade schon der letzte Anruf. Aber ich hoffe, dass das Leben nicht ganz zerstört ist von der Tina. 1 Uhr morgen, Radio 1 Live, wieder Fernsehen. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Auf Wiedersehen. Ciao.